ihr wollt. Wir machen doch nur Spaß. Heute Nacht, das wird doch gelacht. Wir sind euch alle hier, bis einer aufgemacht. Heute wird Spaß und wir will feiern. Jetzt tut hier und nicht zu Kram. Hoch im Arsch, in Blut, Mittels Feuer. Jetzt geht hier die Party an. Hey hier, kommt, auf geht's. Fasching, bitte, wir brauchen euch schon heute. Kommt auf unsere Bühne, rein in die Fassnacht. Versteht ihr das? Was wollt ihr tun? Singen? Tanzen? Einfach nur eine schöne Show zeigen? Ja, wir brauchen euch. Jetzt hier. Nur ihr. Oder mit mir? Günther hat uns immer geliebt. Günther hat uns öfters verziehen, wenn wir mal durch den Strich waren, hoffe und Hüfte blühen. Dann kam der Mentor, Günther, trat uns oft in den Arsch. Günther, ja, das war doch so klar, denn ohne unser Glück wäre er richtig verloren. Der Mentor! Wir wollen die Woche nicht in der kleinen Stadt. Das Haus ist jetzt so groß, der das Tag schon hat. Wir haben Ideen und die Krieg für die fackelnde Nacht. Und alles kriegt, kommt doch endlich auf die Bühne. Fangt gut verbraucht und alle sind erklärt. Wir waren nicht ausgelaugt, doch wir hatten Flair. Wir sollten Lieder singen, doch wir trafen keinen Ton. Und alles kriegt, ich sag alle, ihr macht das schon. Das von mir, 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 das von mir. Zurück, so kurz nach 7:30. Wir haben nämlich eine Weltreise gemacht. Ich hat seit mein Leben als Kind hat begonnen, noch nie was geerbt und noch nie was gewonnen. Nur einmal, und das war im letzten August, da habe ich die Lösung in einem Rätsel gewusst. Die Neuzeit des Reisens, jetzt hat sie begonnen, denn ich habe Kreuzfahrt per Traumschiff gewonnen.
Wir haben da wirklich die Halbwelt bald gesehen. Von Höchst bis weit in der Flächen. Mein Gott, war das schön. Da hat wieder mein Alter verflucht und zugenäht. Da ist ja mein Drache, bepackt wie beim Golfe. Warum sagst du da nix? Ich hätte dir geholfen. Da steht er ja, der alte Geizkrare. Und ich muss Allah hier die Koffer tragen. Steht da oben und macht de Dicke und gibt grad Avi dut Vollmicke. Statt dass der mir mal helfen tut, der faule Strump, der tut nicht gut. Doch eins, ihr Leute, das sollt ihr wissen. Die haben mich nicht Allah von Bad geschmissen. Erstes wollte ich von dem Kapitän mal wissen, ob wir uns beim Ableger auch anschnallen müssen. Mein Gatte, der fragt dann, wo wir dann so wohnen. Wahrscheinlich doch wohl in der teureren Zone. Wo ist unser Deck, das Attraktive? Wir haben eine Suite mit Sex inklusive. Da meint unser Captain mit hämischer Miene, ach, Sie meinen im Keller, die Sechserkabine. Euch all als Golfcaddy für jeden Fall. So mancher sehe ich mit gewiss, weiß nicht, was ein Caddy ist. Ich trag den Promis, was sie plach, die Tasche mit ihren Schläger nach, den reichen Säcken rat ich weise, zum Patte oder auch zum Eise. Ich tröste, wenn beim 10. Cut er das Loch noch nicht getroffen hat. Ich grab mich durch die tiefste Bunke, hol Bell aus Teichen ohne Flunken. Ich berg die Kugel ohne Stuss, auch aus dem Maulwurf, wenn's sein muss. Ich mach sogar den Medikus, setz Spritze bei einem Hexenschuss. Für die statt Sex nur Golf noch haben, mach ich hier pausenlos Programm. Ich lieb den Job, das ist gewiss, jetzt wisst ihr, was ein Caddy ist. Ich staunte. Wer alles beim Golfen dabei? Die Politprominenz an Loch Nummer 2. Da standen wirklich auf die Schnelle Dr. Merkel und Schwester Welle. Das Templiner Schlachtschiff, ich war schon gestresst, hat sich in so einen Anzug aus Niggi gepresst. Ein rosanes Käppi, das zierte die Haaren, sah aus wie die Cindy, ja die aus Marzahn. Das Merkel lief wirklich, da war ich gut drauf, in Stolleschuh vom Herberger auf,
begrüßte mit Küsschen und rief ganz famos: Wo sind die Schläger und wann geht es los? Der Guido strahlte, als wäre er der Fromme, von der Prostata-Voruntersuchung grad komme. Er lief mir entgegen mit wedelnder Arm, da wurde mir vom Zusehen schon unendlich warm. Sein Caddy, der Alfred, ich war hin und weg, reicht ihm ein Driver, der Biolek. Hier, mein Freund, so sprach er galant, der liegt fantastisch in der Hand. Und als der Guido unsere Mikrowelle zum Schläger griff, dann auf der Stelle, da hab ich Eisen, Sie verstehe, noch niemals so schnell schmelze sehe. Währenddessen, kurz und knapp, schlug das Merkel erstmals ab. Ihr Caddy, Norbert Blüm, der Kleine, nahm in die Hand sofort die Beine und lief in Richtung wie ein Kind, wo hoffentlich der Ball aufspringt. Das weiße Teil flog hoch im Nu, bedrohlich auf einen Teich dazu. Dort schwamm idyllisch, wisse sie, ein Haufen sanftes Federvieh. Die Kugel schlägt, es muss so sei, wie ein Fliege bombt dort Ei. Ein Meer aus Federn steigt empor, stößt aus der weißen Gischt empor und Merkel sieht den Blüm ganz nass und fragt ihn, Norbert, lebt noch was? Batschnass steht Norbert neben dem Teich und atemlos nach Luft noch keucht, dann meint er trocken mit Gekische, keine Angst, die Ende, die sind sicher. Ein paar Meter weiter war wunderschön, ein buntes Bauwerk anzusehen. Berlin war da ganz unumwunden, als Lego-Stadt danach empfunden. Es passte alles, so soll's sein, da stimmte wirklich jedes Detail. Ich leg mich sachte so davor und blick aufs Brandenburger Tor, als ich bemerkte, was ist das da unten, da bewegt sich was. Im Blaumann und mit Bauhelm auf, schaut ein Männchen zu mir rauf. Es grüßte mich dann auch im Nu. Ich fragte ihn, wer bist denn du? Hallo, mein Freund. Mich kennt dann jeder. Gestatt an Maffa. Nenn mich Peter. Was machst du hier, du kleiner Mann? Schaute ich ihn fragend an. Ich betreibe ohne Kost im Legoland hier Aufbau Ost. Im Bunker tat grad einer fluchen und war sein Golfball wohl am Suchen. Ich hör sakrales Leitgeleier und wusst, das ist der grüne Meier. Ah, ah, ich suche schon seit Stunden, habe nicht gefunden. Von allen Seiten stürmt sofort Promi-Hilfe an den Ort. Norbert Blüm kam angerannt, ich grab mich durch das ganze Land. Und Yogi Löw gibt zu verstehen, du musst mehr in die Tiefe gehen. Dann gräbt der Herbert ganz geschwind und hofft, dass er die Kugel findet. Ah, Golfball, ich komm zu dir. Ah, Golfball, ah, ich bin schon hier. Ah, Glück auf. Unterdessen hat Herbert, ich lieg wohl nicht schief, sehr fleißig gegraben, so 2 Meter tief. Hans-Dietrich de Genscher war auch mittlerweile dem Jammerlappe zur Hilfe geeilt. Grab weiter, Herbert, das macht Sinn. Oh, wo ist er denn? Wo ist er hin? Da kam der Maffei mitgeknatter im Playmobil-Geländebagger. Hallo Freunde, ich bin da. Wir finden ihn, das ist doch klar. Und kurz darauf meint er voll Spaß. Schaut mal her, ich hab hier was. Und Norbert Blüm sagt, Alter, das sieht wie ein Wollpolunder aus. Und Genscher schreit laut, ei verflucht, den hab ich überall gesucht. Die Begehung des Clubs war wirklich sehr schön. Fürs Erste hatte ich doch genug jetzt gesehen. Nun war ich sehr durstig und suchte eine Bar. Ich fand auch gleich eine.
Doch was ich da sah, da stand hinterm Dresen, das war wirklich hart, Berlins größte Schlappmaul, der Mario Barth. Er sah mich schon kommen, da machte er sich groß. Hat er Durst, los, ja, hat er. Willst du was trinken, ja? Willst du ein Cappuccino, ha? Oder eine Latte? Latte, kennt er, Latte, kennt er, ha? Sag mal, was machst denn du hier? Sag mal, hast du einen Schaden? Da meint er ganz trocken, das ist mein Laden!